Und hallo YouTube, willkommen zu einer Folge Let's Play Skyrim. Wir reiten. In der letzten Folge haben wir, warum? Haben wir versucht, den Kaiser zu töten. War nicht der Kaiser, hatte doch einen Vorkoster. Mit diesem Gift, das ich ja eh nicht verwendet hätte, weil warum was verwenden, was zuvor tötet, ist ja ein bisschen blöd. Und ja, wozu das geführt hat, sehen wir hier noch an unserem guten Ross. Das hat nämlich noch die Pfeile der Wachen drin stecken. Wir wurden nämlich nicht nur, wir sind nicht nur gescheitert, nein, es stellt sich auch heraus, wir wurden verraten. Einer aus unserer Gilde hat uns nämlich verkauft. Oder der Auftraggeber. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass es einer aus der Gilde war. Ehrlich gesagt, zum einen, weil ich es nicht mehr weiß. Es könnte sein, ich weiß es aber nicht mehr. Zum anderen, es würde halt aus der Sicht unseres Auftraggebers Sinn machen. Das war ja so ein Typ aus dem kaiserlichen Ratzeugs, da irgendwie auch so ein Adliger. Und der wollte da ja, dass wir den Kaiser, weil ich das verstanden, aber dass wir den Kaiser töten, damit er halt irgendwie der Erbfolge da aufsteigt. Dass es halt für seine Position besser ist, wenn der Kaiser tot ist. Jetzt ist ja das eigentlich für seine Position auch gar nicht mehr schlecht. Ich meine, wenn er der Held ist, der da die Verschwörung zur Ermordung des Kaisers halt aufgedeckt hat, das wäre doch auch ein ganz ordentlicher Grund, um in der Bekanntheitsrangfolge zumindest aufzusteigen. Dann wäre er zumindest ein Held. Also für unseren Auftraggeber wird schon durchaus auch Sinn machen, das gemacht zu haben. Aber erstmal zurück zur Gilde, denn wenn wir verraten wurden, das hat ja dieser eine Soldatentyp, der uns da ja auf der Brücke in Empfang genommen hat, auch gesagt, dass die jetzt angegriffen werden. Und da sollten wir aber schnell zu Hilfe eilen. Gut, dass wir das Pferd haben und uns Stock und Stein mal völlig egal sein können. Da hinten fliegt ein Drache rum, habe ich gerade gesehen. War gerade einer. Im Video zurückspulen, da hinten war ein Drache. Aber die kümmern uns ja gar nicht mehr so viel, weil Alduin ist ja tot. Also, was sollen die noch groß machen? Gut, sie fressen Menschen. Gut, sie brennen Dörfer und Städte nieder. Aber was machen sie denn sonst, ne? Was machen Drachen eigentlich sonst? Ich meine, die sind doch gar nicht gefährlich. Ich meine, die paar Städte, die niederbrennen, kommen. Bisschen Schwund ist immer. Hey, Mammuts. Naja, das gefällt den Wiesen immer nicht, wenn man hier in ihre Herden reinreitet. Au! So aggressiv brauchen wir jetzt aber auch nicht sein, du. Ja, reg dich auf. Da reitet man friedlich durch und schon wird man hier angerammt. Schrecklich. Und im Übrigen, ja, die letzten 2 Tage gab es ja keine Videos jetzt über Weihnachten. Schlicht aus dem Grund, weil ich nicht zum Aufnehmen kommen wegen der Feiertage einfach. Es ist ja immer Stress. Es heißt immer die besinnliche Zeit und alles Weihnachten ist die besinnliche Zeit. Zumindest wenn man jetzt ein Europäer ist. Also gut, ihr seid ja eigentlich. Die meisten Leute, die mir zuschauen, sind ja aus Deutschland oder Österreich. Und Fakt ist ja, es ist ja, also bei uns wird halt Weihnachten gefeiert. Also wenn ich jetzt hier weltweite Audience hätte, also Zuschauer von überall, könnte es natürlich sein, dass hier Leute zuschauen, die Weihnachten gar nicht feiern. Aber ich denke mal, die meisten von euch werden Weihnachten feiern in irgendeiner Form. Ich zum Beispiel feiere es ja, oder gut, ja, also ich für mich selbst feiere es gar nicht wirklich als, also jedenfalls nicht als kirchliches Fest, sondern eher sowas wie halt, ja, die Familie kommt halt zusammen, man kommt ein bisschen zusammen halt einfach wieder. Ich glaube, wenn das nicht wäre, würde ich Weihnachten einfach gar nicht feiern. Wäre das halt für mich komplett normal. Man hört den Drachen auch, da ist er. Der kommt jetzt wahrscheinlich auch gleich in die Quere. Jetzt, wo wir eigentlich die Feinde los sind, könnten wir uns auch teleportieren. Ich glaube, das machen wir mal. Komm, sparen wir uns die Zeit. Reden kann ich eh noch genug. Ja. Also, jetzt war ja Weihnachten und es ist ja, man soll ja immer die besinnliche Zeit sein, aber eigentlich läuft es immer darauf raus, dass es eher die stressige Zeit ist. Gut, ich hatte jetzt nicht gar, zwar nicht, eigentlich zwar nicht wirklich so viel Stress, aber doch weniger Zeit. Zum einen ist halt viel mit Verwandten und so machen und zum anderen ein paar Sachen muss man doch immer mithelfen und erledigen und Zeugs. Und da geht einem dann doch ganz schnell mal die Zeit aus und dann hatte ich halt keine Zeit für Let's Play aufnehmen. Das für eine. Oh, da sind schon die ganzen Kaiserlichen. I think people will have to die now. Wettlauf mit dem Tod. Wir lesen es nochmal kurz durch.
Bei meiner Rückkehr in die Zuflucht bin ich mitten in den Sturm der Penitus Oculatus geraten. Ich musste meine Familie unbedingt beistehen. Ja, das hatte ich gerade vor, deswegen meine ich ja, jetzt müssen Kaiserliche sterben. Eigentlich wollte ich mich ja anschleichen, aber Pferdi hat andere Pläne. Auf der anderen Seite ist Pferdi eine ganz gute Ablenkung. Okay, jetzt haben wir gerade Pferdi getroffen. Gut, dass er Pferdi nicht sterben kann. Und die halten, Paffen, den halten relativ viel aus, muss ich sagen. Aber wie gesagt, Pferdi hält mehr aus. Aber gegen Sterblichere halt. Dass ich die auch nicht frage, wo die Pfeile herkommen. Aber das wäre in der Videospiellogik und so, ne? Ist halt so. Sonst würde das Schleichen auch wenig, bedeutend weniger Sinn haben. Bedeutend, ja, bedeutend schwerer, wenn man sowas mitbedenken würde, wie wenn die halt Ballistik verstehen würden. Ich meine, ist ja hier auch keine. Ist ja eigentlich auch nicht ausgelegt auf das Schleichspiel. Ich meine, Skyrim soll. Hier soll es rumhauen, das Campen soll Spaß machen und nicht unbedingt realistisch sein. Der eine Kaiser hat dich ja gerade mit Feuerbällen geworfen. Man muss jetzt da nicht unbedingt einen auf Realismus. Auf pedanten Realismus-Heini machen, wenn man mit Feuerbällen rumwirft. Ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn man hier Magie hat. Aber das habe ich ja schon tausendmal gesagt. Und hier ist ein bisschen dicke Luft. Eine dieser Leichen. Ist das wichtig? Nix. Hier scheint. Warum haben die hier so viel Öl reingekippt und schon angezündet, während sie noch drin sind? Oh, hier hat's den Visara erwischt und den haben sie auch gleich ausgeraubt. Da wird gekämpft. Da ist ein Werwolfmann. Nein. Der Werwolfmann ist tot. Nein, 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 wir spielen hier weiter, du. Lassen doch hier so einen kaiserlichen Drecksack, der gerade unseren Kumpel getötet hat, nicht das Spiel verderben. Okay, hier ist Wasser, das könnte hilfreich werden. Hier geht's nicht weiter. Hier brennt's ein bisschen. Also hier ist heiß, ne? Hier ist heiß. Gut, dass wir hier nie eingezogen sind, sonst würden wir jetzt unsere ganzen Sachen verlieren. Echt mal so eine Frage. Die stehen hier ein bisschen gechillt und dafür, dass hier alles fucking brennt. Ihr brennt's! Und die stehen da rum so, oh, ja, ja, ne, Fackel halten. So, da gehen wir mal im Nahkampf ran. Wer sind wir? Zack! Ihr lebt also. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ja, hier brennt's ein bisschen. Wir könnten rausgehen. Was hältst du davon? Wir können natürlich jetzt hier stehen bleiben und plaudern. Ich meine, die anderen haben ja auch hier noch ihren Job erledigt und schon alles angezündet und alles voller Öl gemacht. Ich meine, ich würde ja erst die Leute töten und dann anzünden oder nur anzünden und hoffen und dann da draußen warten. Ich meine, so wie man es halt bei einem Tierbau machen würde. Also, ja, eigentlich machen wir das nicht. Dafür hat man Hunde nicht. Also einen Bauhund, den man reinschickt, aber so, man, ich meine, man könnte jetzt hier das Wild raustreiben mit dem Feuer und dann, also mein Plan wäre das eher so gewesen, anzünden, draußen warten und wer rauskommt, den haben wir zusammen. So wäre das ungefähr mein Plan, wäre wahrscheinlich viel deutlich weniger verlustreich gewesen, aber die sind ja nicht unbedingt die besten im Plan, diese Kaiserlichen. Deswegen haben sie auch den Krieg verloren. Ich meine, wer seine Tür nicht abschließt, wenn Belagerung ist, selber schuld. Davon gehe ich aus. Die meisten von uns sind schließlich tot. Bevor ihr fragt, nein, ich glaube nicht, dass ihr es fragt. Wir haben ja so viel geschwiegen, wir können gar nichts ausgeplant haben. Sind sie nun ausgeräumt? Ihr habt mir schließlich gerade die Haut gerettet. Hier brennt's immer noch, wir könnten rausgehen, ne? Rausgehen? Das könnt ihr laut sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier alle verbrennen. Los. Hier brennt's auch schon ordentlich. Wir sollten vielleicht gehen, ne? Aber. Zuhörer. Na, ich höre jetzt nicht zu, ich jetzt raus. Eure einzige Rettung. Ihr wacht es in mein Haus. Nehmt mich an. So, Kopf ab. Das wäre das.
Die, jetzt will uns hier die Mutter der Nacht irgendwie. Ja, sollen wir jetzt hier den Indiana Jones machen? Gut, das ist wenigstens. Es muss doch einen Weg hier rausgeben. Das ist wenigstens ein bisschen stabiler als ein Kühlschrank. Also eher in diesem Metallsack würde man wahrscheinlich eher was überleben als in einem Kühlschrank, aber verstecken wir uns hier schon, wenn draußen alles brennt. Müsste da der Sarg jetzt sich auch übel heiß werden? Ich meine, der ist aus Metall oder scheint es mir aus Metall zu sein. Ich glaube, er muss aus Metall sein. Ich meine, welches andere Material wäre das? Müssen wir jetzt da drin nicht gekocht werden? Ich meine, wir verbrennen nicht direkt, aber Metall ist ein hervorragender Wärmeleiter. Könnte man jetzt in der physikalischen Ebene erklären, warum. Ich sage euch doch, er ist da drin. Aber. Ich mache ja so schnell ich kann. Ich kann, verfluchtes Satansweib. Ihr könntet ja auch helfen. Die Babette hilft nicht diesem Kind. Ich bin nicht wirklich für körperliche Arbeit gebaut. Ja. Jetzt kommt schon, ihr habt es vielleicht ein paar hundert Jahre altes Hörerkind, aber irgendwie körperlich auch noch ein Kind. Ey, wirklich, wir müssen doch da drin gekocht werden. So wie diese, ja, Gott, da. Diese griechische Bulle. So sollte Kriegt das sein. Ich glaube schon. Moment. Ihr müsst mit Astrid sprechen. Hier in der Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Aber die Zuflucht brennt. Frau. Leiche. Zombie. Halt, nicht so schnell. Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Ihr habt eine Menge durchgemacht. Warum Sieht setzt ihr euch genug nicht aus. Eine Weile hin? Diese Babette. Schweigen, wie immer. Ich weiß nicht, Babette. Ich glaube, er hat eine Kopfwunde erlitten. Wir lassen ihn besser nicht aus den Augen. Das erste Mal, dass das Schweigen nicht klappt. Wir haben doch keine Kopfwunde. Wir verhalten uns völlig normal. Völlig normal. Ich habe doch keine Kopfwunde. Ui. Völlig normal. Ui. Völlig normal. Okay, hier brennt es jetzt nicht mehr. Es ist ja schon mal gut, wir waren scheinbar da. Ach, wir sind hier reingekippt. Okay, da macht es wirklich Sinn. Hätten wir doch nicht erst aufmachen müssen? Also wenn der Sarg luftdicht ist, und jetzt schauen wir mal, hier brennt nichts mehr. Brennen uns jetzt nach. Hier brennt nichts mehr. Erörtern wir das mal. Hier brennt es nicht mehr. Hier ist alles jetzt komplett ausgelöscht. So ein unterirdischer Brand. Gut, hier ist nicht viel Brennmaterial. Also hier ist ja größtenteils alles aus Stein. Aber die haben ja ordentlich Öl reingepackt. Okay. Wie lange wird das gebrannt haben? Mehrere Stunden mindestens. Sonst wäre hier. Also, es muss eigentlich für ein paar Stunden gebrannt haben. Dann müssen die hier rausgerannt sein. Weil sonst hätten die das garantiert nicht überlebt. Die waren ja nicht alle drin. Die müssen draußen gewesen sein. Okay, also wir gehen in den Sarg rein. Fallen hier runter ins Wasser. Die gehen raus. Hier brennt es für ein paar Stunden. Die kommen wieder rein, müssen uns dann erst da drin finden und ziehen uns dann raus und öffnen den Sarg. Derzeit waren wir komplett da drin. Da wir unter Wasser waren und nicht voll abgesoffen sind, also nicht ertrunken sind, muss der Sarg zumindest wasserdicht sein, was luftdicht implizieren würde. Mit anderen Worten, wir hätten da drin ersticken sollen. Wir sind ein Zombie! Moment, wie geht langsam? Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Brains. Wir sind ein Zombie. Wir sind jetzt offiziell ein Zombie. Wir mussten nicht atmen. Wir müssen ein Zombie sein. Okay, das ist ekelhaft. Die könnten wir mal. Könntet ihr die bitte hier aufräumen, putzen und so, ne? Aber wir sollen ja eigentlich mit Astrid reden. Also, falls ihr eine Erklärung habt, wie wir in dem luftdichten Sarg überleben konnten, also ich sag, wir sind ein Zombie. Ich sag's euch. Oder Werwölfe können lange die Luft anhalten. Vielleicht sind wir die erste evolutionäre Stufe zum Werwal. Weil die Wale haben sich ja von Landsäugetieren entwickelt. Und vielleicht entwickeln sich Werwölfe zu Werwalen. Und wir sind der erste Schritt. Wir können schon so lange die Luft anhalten. Das heißt, wir sind der erste Schritt zum Werwal. Ja, das sind die einzigen zwei logischen Erklärungen, die ich habe. Wir sind entweder ein Zombie oder. Wir können lange die Luft anhalten und sind ein Werwal. So, was jetzt hier eigentlich wer uns verraten hat, weil den Sack will ich finden, zerstückeln und was denn übrig bleibt, können wir auch noch verbrennen.
Also wer das getan hat, wird von uns aufs Härteste bestraft werden. In der nächsten Folge, wenn wir mit Astrid reden, für heute recht. Tschüss, YouTube, bis dann. Seid dabei, wenn es heißt Let's Play Skyrim. Wir werden uns rächen. Der Zombie. Dovahkiin. Werwolf. Assassine. Des Todes. Aus der Hölle. Mit Kettensägen. Kommt, um euch zu holen. Bis dann, YouTube. Tschüss.